Basiskursoptionsstrategien. Ihr Einstieg in die Welt der Optionen. Das hier ist das letzte Exemplar der allerersten Auflage. 500 Stück hatten wir produzieren lassen und die Nachfrage hat uns regelrecht überrannt. Das Ganze war innerhalb weniger Tage ausverkauft und deswegen haben wir jetzt die zweite Auflage produzieren lassen. Und wenn du eine dieser neuen DVDs haben willst, dann bestelle sie jetzt. Basiskursoptionsstrategien. Jetzt schnell bestellen. Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV und wir sprechen ja in letzter Zeit öfters über Future-Optionen und deswegen kommt heute mal wieder ein Video, wo es so ein bisschen um Basics von Futures geht, weil wir müssen natürlich die Futures verstehen, um dann auch erfolgreich die Future-Optionen richtig handeln zu können. Und deswegen sprechen wir heute mal über das Thema Terminstrukturkurve. Was ist das überhaupt? Wie erkennen wir das Ganze und was können wir für den Handel von Optionen daraus für Nutzen ziehen? Also Terminstrukturkurve, das Wort hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal gehört und die meisten werden auch so ein bisschen damit was anfangen können. Ne? Futures kosten irgendwie unterschiedlich und da gab es dieses Contango und Backwardation. Was ist es jetzt aber ganz genau? Wir versuchen das mal in diesem Video ein wenig zu klären. Und dazu habe ich mal hier wieder meinen guten alten Freund, den Flipchart, hervorgeholt. Und ich möchte euch das am besten erklären, indem ich das Ganze ein wenig aufzeichne. Stellt euch bitte mal folgende Situation vor. Ihr habt einen Rohstoff, ein Getreide, ein Metall, ein Öl, also Erdöl oder Gas oder was auch immer. Ne? Also es muss irgendwie ein Rohstoff sein, ein lagerfähiger Rohstoff. Das ist ganz wichtig. Ne? Das werden wir immer noch wieder mal wiederholen. Lagerfähiger Rohstoff. Das heißt, wir reden hier nicht über Zinsen, wir reden nicht über Aktienfutures, wir reden auch nicht zum Beispiel über sowas wie Live Cattle, Lebendrinder. Es muss also ein quasi toter, lagerfähiger Rohstoff sein. So, und jetzt stellt euch folgende Situation vor. Dieser Rohstoff hat momentan einen Preis am Markt von, sagen wir mal, 70. Und jetzt kommt ihr und sagt, okay, ihr geht zu einem Großhändler, der diese Ware verkauft und ihr sagt, Mensch du, ich möchte diesen Rohstoff kaufen. Allerdings möchte ich ihn erst in 30 Tagen geliefert bekommen. Und ich möchte ihn ehrlich gesagt auch heute noch nicht bezahlen. Mach mir doch mal einen Preis. Dann wird dieser Händler sagen, okay, ich kann dir einen Preis machen, ich muss bloß mal schnell meine sogenannten Cost of Carry rechnen, nämlich Lagerkosten. Was sind jetzt alles Lagerkosten? Zum einen ist das natürlich das, der sagt, wir machen es mal wirklich so ein bisschen sprichwörtlich, der hat jetzt irgendwie den Weizen bei sich in einem Lagerhaus liegen und wenn du ihn in 30 Tagen erst haben möchtest, dann muss er ja vielleicht Miete für das Lagerhaus bezahlen. Oder er muss es versichern, weil wenn in der Zwischenzeit was passiert, möchtest du ja trotzdem deine Ware haben. Das heißt, er hat Lagerkosten, er hat Versicherungskosten. Da er das Geld von dir erst in 30 Tagen bekommt, bekommt er auch keine Zinsen in 30 Tagen. Nun gibt es heutzutage keine Zinsen, aber nichtsdestotrotz könnte er ja mit dem Geld schon wieder etwas machen. Das heißt, er hat Opportunitätskosten aus dem Geld heraus. Und deswegen würdet ihr sagen, okay, pass auf, zum heutigen Preis von 70 kann ich dir es nicht geben. Aber wenn du das halt in 30 Tagen holst, dann mache ich dir einen Preis und der kostet dann 70,80. Und diese 0,80 Differenz, das sind jetzt seine sogenannten Cost of Carry, seine Lagerkosten. Und jetzt stell dir das ganz einfach vor, du würdest nicht sagen in 30 Tagen, sondern in 60 Tagen, in 90 Tagen, 120 Tagen. Ne? Dann würde dieser Preis ja immer ein wenig ansteigen. Es würde immer etwas mehr werden. Und das, was wir hier sehen, meist nicht in so einer schönen geraden Form, sondern eher meist so ein bisschen geschwungen, ist eine sogenannte Terminstrukturkurve. Ein lagerfähiger Rohstoff muss, wenn je länger die Restlaufzeit des Futures ist, das heißt, Future ist ja nichts anderes als ein Konstrukt auf dieser Ware. Umso länger die Laufzeit des Futures ist, umso teurer muss die Ware sein, ganz einfach aus diesen Lagerkosten heraus. Wie ist es jetzt aber? Manchmal gibt es ja auch Engpässe am Markt. Also manchmal gibt es diese Situation, dass zum Beispiel es gibt einen großen Ernteausfall. Wir hatten vor einigen Jahren sowas, da gab es riesengroße Brände in der Ukraine. Und auch in Australien. Und es sind beides Länder, in denen zum Beispiel sehr viel Weizen angebaut wird. Und das bedeutet, dass international plötzlich es etwas eng wurde mit Weizen. Und was passiert dann? Jeder, der dann natürlich Weizen haben möchte, der sagt dann nicht, ich möchte ihn erst in 6 Monaten oder in 12 Monaten haben, sondern er sagt, ich will ihn jetzt haben. So. Und dann machen diese ganzen Händler alle eins, die kaufen dann
nicht etwa hier das langfristige, sondern das hier. Die kaufen diese kurzfristig laufenden Futures, die einen Monat laufen, zwei Monate, drei Monate. Und das führt dann dazu, dass diese Futures aufgrund der besonders starken Nachfrage, dass die im Preis anziehen. Und dann beginnt diese Kurve zu kippen. Von diesem sogenannten Normalzustand, der Contango heißt, kommen die dann in eine Situation, die Backwardation heißt. Backwardation. Muss man sich jetzt nicht zwingend merken, den Begriff heißt halt einfach so. Okay? Und dann passiert Folgendes, dass diese Kurve, die hier am Anfang noch so aussah, mit der passiert Folgendes. Die wird plötzlich flach und irgendwann dreht sie um. Das heißt also, plötzlich kosten die vorderen Kontrakte mehr als die hinteren Kontrakte, was oftmals dann auch noch befeuert wird durch die Tatsache, dass sehr viele große Händler, also die ganzen kommerziellen Händler, dass die in der Regel nie einfach nur long sind, sondern in der Regel sich hedgen, indem sie long und short gleichzeitig sind. Das kann also sein, die kaufen dann die vorderen Kontrakte und verkaufen die hinteren. Die machen sogenannte Future Spreads. So, und dann kippt eben das Ganze um. Und jetzt ist ja die Frage, okay, das wissen wir jetzt, das kippt dann um. Was nützt uns das aber als Optionshändler? Und jetzt überlegt aber mal, wenn so eine Situation passiert, das heißt, wenn der Markt kippt von Contango in Backwardation, was heißt denn das dann eigentlich? Das heißt doch, dass eine sehr große Nachfrage im Markt entsteht. Und was passiert denn immer in einem Markt, egal welcher das ist, ob das jetzt Autos sind, ob das Immobilien sind, ob das Rohstoffe sind, wenn große Nachfrage reinkommt? Das heißt doch, dass die Preise anziehen. In der Regel geht das dann auch einher mit einem Anziehen der Volatilität. Weil wenn natürlich sowas passiert, werden ganz viele Leute überrascht. Wenn sie überrascht werden, steigt die Volatilität an. Und zum anderen schiebt es in der Regel die Preise sehr, sehr stark nach oben. Und das ist für uns natürlich als Optionshändler eine sehr, sehr interessante Gelegenheit. Und zwar auf der einen Seite, dass wir natürlich sagen können, wir spielen quasi die Preisbewegung und würden in so einem Rohstoff Put-Optionen verkaufen. Das funktioniert auf jeden Fall, weil wenn der Preis hochgeht, werden die Puts weniger wert über den Zeitwertverfall. Nachteilig ist natürlich, dass man dann die ansteigende Volatilität hat. Und das wiederum könnte man aber auch mal nutzen, um zum Beispiel auch mal eine Kombination aus verkauften und gekauften Optionen zu machen. Risk Reversals beispielsweise, könnt ihr hier mal schauen, im Kanal haben wir auch schon mal besprochen. Das heißt, man würde beispielsweise ein paar Puts verkaufen und für das Geld, was man bekommt, Call-Optionen kaufen. Ja? Weil die hätten dann, das hätte dann wieder einen Vorteil durch die ansteigende Volatilität und durch den Preisanstieg des entsprechenden Rohstoffes. Das heißt also, wenn wir so eine Backwardation sehen, und zwar eigentlich gar nicht so sehr die Backwardation, sondern ganz wichtig, der Übergang von Contango, von dieser Normalsituation in diese Situation, das kann sich manchmal innerhalb von einem Tag vollziehen, manchmal dauert das 2, 3, 4 Wochen, dann heißt es für uns aktiv werden. Dann ist das etwas, was wir, wer Future Optionen handelt, unbedingt beachten sollte. So, wo kriegt ihr jetzt die Informationen her? Und da gibt es eine sehr schöne Webseite und da mache ich euch auch den Link hier unter das Video und zwar heißt die scartrading.com und ich blende euch hier mal die Webseite ein, Bild, also so sieht das Ganze aus und da seht ihr hier diese kleinen Terminstrukturkurven. Ganz wichtig ist, wenn ihr euch das anschaut, bitte denkt daran, das gilt nur für lagerfähige Rohstoffe. Das heißt, wenn ihr da, was ihr da bei den Währungen seht, bei den Zinsen und so weiter, spielt überhaupt keine Rolle, hat mit dem, was wir hier machen, nichts zu tun. Es geht eben wirklich so um die Getreide, um die Metalle, um die Energiefutures, ne, um die Softmärkte. Und Thema Softmärkte, da habe ich euch auch mal ein Beispiel mitgebracht, nämlich, das seht ihr hier im zweiten Bild, da seht ihr hier eine Terminstrukturkurve von Zucker. Und da seht ihr, diese einzelnen Balken, die hier abgebildet sind, das sind die einzelnen Monate. Und da seht ihr ganz klar, dass die vorderen Monate teurer sind als die hinteren Monate. Bevor ihr jetzt aber alle losgeht und sagt, wir müssen Zucker kaufen oder Zuckerputz schreiben, diese Backwardation besteht schon sehr, sehr lang. Das heißt schon mehrere Monate. Und ich habe euch gesagt, interessant ist immer nur der Punkt, wenn es losgeht. Ne? Also wenn es losgeht. Eine Backwardation, wenn die besteht, das kann sehr lang dauern und dann können auch die Preise schon wieder fallen, obwohl die Backwardation noch da ist, weil dann zum Beispiel schon wieder neu produziert wurde. Höhere Preise bringen ja sofort neues Angebot in den Markt und dann kann es also sein, dass die Backwardation noch da ist und sich dann erst abbaut, obwohl die Preise schon wieder fallen. Beim Zucker allerdings, und das können wir uns mal anschauen hier im dritten Chart,
Da seht ihr, dass die Preise zuletzt wirklich sehr, sehr deutlich gestiegen sind. Der Zuckerpreis ist innerhalb der letzten Monate um weit über 100% gestiegen. Und das kam unter anderem, oder man konnte das nicht gleich am Anfang, aber dann so relativ nach dem Beginn dieser Aufwärtsbewegung erkennen, weil plötzlich zu den eh schon langsam ansteigenden Preisen noch so eine Backwardation kam. Und das war ein guter Hinweis. Also, dass man definitiv keine Call-Optionen dagegen schreiben sollte, egal was zum Beispiel der COT-Report sagt oder so, keine Call-Optionen dagegen schreiben, sondern dass man entweder Puts schreibt in so einer Situation oder aber eben, dass man sagt, okay, ich kaufe mal Call-Optionen, die entsprechend mit Puts dann gehedged werden oder wie auch immer. Ne? Aber das ist eine gute Situation. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere fragen, gilt denn das auch umgekehrt? Heißt denn, wenn es von Backwardation in Contango geht, dass es wieder runter geht oder dass immer, wenn Contango ist, die Preise fallen? Nein, das heißt es nicht. Und es heißt auch nicht, dass jeder Preisanstieg von einer Backwardation, also von so einer quasi umgekehrten Terminstrukturkurve, begleitet werden muss. Aber immer, wenn es vorkommt, und es kommt in jedem Jahr in irgendeinem Rohstoff mal wieder vor, 2, 3, 4, 5 Gelegenheiten gibt es immer, ist das meist eine sehr, sehr gute Chance, um long im Markt zu sein oder eben mit Optionen entsprechend zu handeln, wie wir das hier besprochen haben. Das war wieder ein kleiner Blick bei den Future-Optionen rein. Ihr seht, das ist ein weites Feld, da kann man noch ganz, ganz viel machen. Wenn ihr da Fragen habt, dann schreibt mir das Ganze hier unten in die Kommentare hinein. Was interessiert euch da? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Und, Entschuldigung, vergesst nicht, abonniert diesen Kanal, denn nur wenn ihr abonniert habt, erfahrt ihr alles in den weiteren Videos, die da kommen. Und ich verspreche euch, da kommt noch ganz, ganz viel. Das war's für heute. Euch eine gute Zeit. Wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Servus, macht's gut. Bye, bye.